Wo ist der Bolter? Er war, glaube ich, beim hinteren. So, erstmal die Medpacks aufsammeln, die ich hier sehe. Und ich gehe auf die andere Seite. Ah, wo kommst du denn jetzt her, Mistvieh? Ach, Meldgewehr. Ach, das ist doch ein Melter? Ja. Ach, lustig, Melter ist gut gegen Horden. Ja. Das Problem ist, wenn man aus dem Melter schießt und einfach komplettes Leben verschwendet. Oh. Weil die sehr wenig Munition haben. Ja, seh's. So, das Gute ist, das Spiel will langsam Skill uns reinschießen. Okay, jetzt zum Melter rüber wechseln, weil jetzt die Horde kommt. Eine C. Und komm so. Melter ist echt gut, was freizuräumen. Ja. Und Spurmist, die müssen sofort loswerden. Drauf schießen, sobald du kannst. Ja, wenn ich sie sehe. Ja, okay, ich glaube, wir haben sie. Ah, ne, haben sie nicht. Oh, fuck. Ich kann sie nicht sehen. Was ist? Ja, mich haben die ganz schön hart erwischt. Okay, ich renne zum anderen und melde den. Ich werde aber gleich meine Fähigkeit einsetzen, um mich am Leben zu halten. Cool. Weißt du was? Scheiß drauf, Stim. Die Fähigkeit wird wichtiger. Problem mit Melter, dass man sehr nah ran muss. Ja. Kuh! Okay. Au! Ha. Ah, genau, das ist noch eine weitere. Alter. Eins, zwei, drei. Kann ich bitte, Stamm. Ich müsste bitte. Eins, zwei. Ich hasse diese Antenne. The enemy have damaged the antenna. I know. Ich kann nicht. Ah! Oh oh. Nimm den Stamm! Oh. Ich muss die Antenne retten. Ich hoffe, Chiron erwischt dich. Hat er schon. Ich komm, ich versuche auf das zuzukommen, aber. So, okay. Ah, ja, das Nachladen von Melter dauert. Leider sehr lange. Okay. Exekutieren. Huni. Da. Ah, shit. Shit. Die Fieser, die Fieser. Neben? Ja, ich höre. Ich höre. Ich tanze mit denen gerade. Ich muss durchkommen, aber. Wie? Du, wieso? Du warst direkt neben mir. Ich kann dich nicht sehen, ich bin jetzt auf Krieger umgeben. Das sind die Viecher. Okay, jetzt liege ich auch. Und ja, und wenn ich jetzt gleich tot bin, bin ich tot, ne? Chiron! Versuch mich zu dem Lauf einfach. Ich versuch's! Ich muss zum nächsten Medpack, aber ich weiß nicht, wo es ist. Oh, wie viel halten die Scheißviecher aus? Ja, ich hab sie halt nicht getroffen, ne? Gott, wie lange hält diese Krankheit? Oh nein! Versteckte Gons! Wortgewehr mit Granaten und Gepäck. Oh, Fangfox habt ihr meine Rüstung. Okay, aber wo ist... Medpack! Ich wusste, ich hatte noch eins gesehen. Okay, einer von beiden ist unten.
Okay. Oh, es kann wieder sehen. Noch einer. Was? Nein. So Verteilung braucht. Ich brauche. Komm schon. Ja, ich sehe nichts. Okay, dann nimmst du mal. Hier ist noch ein Stampack, wenn du eins brauchst. Werde ich wohl, aber ich komme nicht hin. Die beiden sind mir auf dem Arsch. Ja, ich habe gerade zum Bolter gewechselt. Ich auch. Nein. Ah, danke für den Auspex. Ich bin tot. Fuck, da haben sie mich. Nein! Da haben sie mich erwischt und gestaggert. Das lief gut bis zum Punkt. Ich habe eine Ahnung, wie viel Kopfschmerzen gerade hast. Hol deinen Bolter. Du meinst meinen Melter. Hat sich das den schweren Bolter? Ja, aber ich habe keine Ahnung, wo der ist. Okay, dann hol deinen Melter für die Antennen. Ja. Und wenn wir den Sturmbolter... Würde es, wenn es mich bewegen könnte. Und den Sturmbolter benutzen wir dann... Ich bewege mich gerade und versuche... erstmal die Stampacks aufzusammeln, die ich brauchen werde. Das ist ein sehr guter Punkt. Munitionslager, immer Munitionslager nutzen, wenn man dann vorbeiläuft. Ja. So, da ist, sollte der Melter liegen. Neben einem Medkit. Melter und Boom. Gib mir Rüstung, stirb. Du stirbst auch. Aber meldet. Ah, Mist. Wenn ich wüsste, ich muss wieder zu den Rücken schaffen. Okay, Wälzer. Die. Kairon, kannst du zu Luft gehen? Ich komm klar. Aber da hinten wird Deckung gebraucht wegen Gargoyles. Okay. C ist frei. Mistviecher! Oh nein! Wir sollten uns daran gewöhnen, dass die Viecher zu dem Zeitpunkt immer auftauchen. Ja! So viele! Ah, oh, shit, ist meine Rüstung gebrochen! Oh, fuck! Ich bin bei der Antenne B, aber ich brauche Rückendeckung. Ja, ich muss zu dir kommen. Kairo, du hast das im Griff. Alter, Junge, lass mich durch. Shit. Ja, ich bin unterwegs zu dir. Ja, ich darf mit meinem Ruckler nicht allein unterwegs sein. Ich weiß, das Problem ist, dass Kairo immer bei mir rumrennt und ich manchmal von dir getrennt werde. Du immer von mir getrennt wirst. Ich weiß auch nicht warum. Nimm den Stem, weil ich losgehe, mit dem taktisch vorgehe und losgehe und du stehen bleibst. Es ist wahr, dass ich die Feinde ein bisschen zu viel niederkämpfen will. Ich kann mich nicht bewegen. Okay, ich liege. Da waren zu viele Angriffe von zu vielen Seiten. Kairon, heb mich mal kurz auf. Dann gehe ich sofort zu dir, Luft. Ja, ich hab... wir müssen zur Antenne D. Es liege. Kairon, heb dich auf. Okay, Munition. Okay, ich werde auch gerade tot gemobbt. Ich bin tot. Okay. Alter, wie ich wegdolle. Dann wurde ich so tot gemobbt. Okay. Ach, ich muss spezifisch darauf achten, dass ich dich immer im Auge behalte. Weil wir müssen zusammen unterwegs sein. Wir müssen zuerst zum Melter gehen. Das ist der wichtige Punkt. Wir müssen uns den Melter schnappen. Und der Melter, ich hab einen Melter. Ich mache die erste Antenne ja sofort sauber. Ich muss dann direkt nach der ersten Antenne zu dir zur zweiten Antenne kommen. Und wir müssen sofort diese... Wir trennen uns immer nach dem... Weil ich
wir trennen uns direkt hier, das ist das Ding. Nee, wir trennen uns immer nach den Sporen erst, effektiv. Nein, wir trennen uns immer hier, weil immer, während du das hier machst, gehe ich los, um die Medkits und die Antenne und die Melter zu holen. Aber diesmal ist es... Au! Die Horde muss hier weg. Wir müssen einfach immer zusammenbleiben. Ich krieg's einfach nicht mehr mit dem Schwert rumzuhauen. So, dann können wir schon mal zu zweit. Ich muss Schwert und Pistole wechseln. Jetzt werden hier gleich die, Ich weiß, aber es muss jetzt auf dem Weg Medkits einsammeln. Mach weil das, die werden es brauchen. Er macht das. Du musst bedenken, ich laufe wesentlich langsamer als du. Das ist ein absolut fairer Punkt. Okay, ich laufe weiter. Ja, ich muss kurz eine Exekution mitnehmen. Puff. Munition, weil gleich wird gegen. Gleich werden die scheiß Viecher gebraucht. Okay. Komm, nimm. Den Stim. Okay, jetzt kann ich mich wieder bewegen. Wo ist der Melter? Oh, shit. Da ist der Melter! Okay, jetzt müssen wir aufpassen, bevor wir uns auf die stürzen. Nee, du bist mit oben! Oben? Ja, ich weiß, wo du bist. Ich hab dich im Auge. Hinter dir! Okay. Ich hab mich um die Minen gekümmert. Nächste Minenwelle. Aua, aua, aua. Die Minen haben mich jetzt übel erwischt. Hier ist ein Stimpack. Ich bin unterwegs zu einem. Okay, das hast du schon. Wo ist das? Hier, direkt auf dem Tisch. Okay. Brauche ich nämlich jetzt durchaus dringlich. Okay, runter bewegen. Ja. Da brauche ich Deckung, weil das kann es nicht überleben. Ich weiß. Ich gehe in den Nahkampf. Die Enemy hat damit die Antenne. Hinter mir! Müsste vor dir erstmal aufräumen. Ich mach die Antenne von der anderen Seite. Okay, ich sterbe gerade, das weiß ich warum. Stempack. Nimm das Pack! Liegt ein Beschuss von Ewigkeiten weit weg. Ich kann nichts sehen, es kann mich nicht bewegen, es weiß nicht, wo du bist. Hör. Du bist über mir, okay. Ja, unterwegs zur nächsten Antenne. Ja, gib mir Rückendeckung. Es kann mich nicht bewegen. Ja, die Sache ist die, ich gebe die Rückendeckung, indem ich die Fernkämpfer ausschalte, die auf dich zurennen und dich die ganze Zeit beschießen. Ja, deswegen stirbst du, weil die auf dich raufschießen. Okay. Die schlechte Nachricht ist, dass mir die Gesundheit auch ausgeht. Okay. Komm schon. Okay, jetzt liege ich. Chiron! Okay. Shit. Okay. Die Schwebedinger kommen gleich. Wir brauchen Bolter. Yep, es haben Bolter. Ah, Mistvieh. Aber nix. Oh nein, nicht bewegen! Alter, ich komme hier nicht weg. Schwebedinger sind hier. Ja, hier ist ein Stimpack. Komm ich nicht hin. Shit. Warte, vielleicht doch. Okay, doch, komm ich hin. Ist Liga. Alter, jetzt werde ich von den Buff-Viechern gemobbt. Lass Chiron. Oh. Ja, die Buff-Viecher haben mich leider tot gesnippt. Ich konnte mich nicht wehren, weil ich nicht an den Bolt herangekommen bin. Vielleicht mal lieb, bitte, bitte sagen, und dann werden die Gegner einfach... Nein, die werden nicht... Die denken das nicht so. Meine Augen pochen. Okay, here we go again. Ernsthaft, die sollten nach den Antennen echt einen Punkt machen. Ich glaube, nach dem ist nach jeder Antenne. Nein, nach den vier Antennen. Und der ist Antenne ist frei. Okay. Ist alte Frau bewege mich. Du bewegst dich wirklich so alte Frau. Ja. Ich...
Jetzt darf ich mich wieder bewegen. Stampack 1. So. 2 und Melter. Melter. Vorsicht, zweite Antenne hat ja die, die Minen. Die sollten wir zuerst ausschalten, bevor wir, bevor wir versuchen, die Antenne zu befreien. Bin bei dir? Ja. Die hier? Ja, genau, zuerst die, die komischen Sporendinger loswerden. Denn die machen uns immer zu viel Schaden. Ja. Ja, ich liege schon. What the fuck? What the fuck? Ja, die sind gnadenlos. Nee, das sind mehr als letztes Mal. Nein, die kommen von, die kommen nachher von zwei Seiten. Wir kommen erst von der einen, dann von der anderen Seite. Vorsicht! Okay. Ach, halt die Klappe mit deiner Antenne. Shit. Okay. Oh shit. Hier ist noch ein Stimpack für das, wenn, wenn du eins brauchst. Werde ich. Ich liege direkt schon wieder. Shit. Ich kann nichts sehen. Ja, du belebst du mich eigentlich niemals wieder. Ja, ich liege auch. Ich bin tot. Ja. Das Spiel ist komplett angehalten. Ich konnte nichts mehr sehen. Ja, ich weiß. Deswegen versuch du einfach niemals mich wieder zu beleben. Ist klar. Weil es gerade halt unglücklich, dass die Sporen dich einmal direkt komplett rationalisiert haben. Ja. Normalerweise erwischen die mich. Okay, ich kümmere mich um die erste Antenne, sondern rück zu fahren. Nee, also. Was? Ich kümmere mich wieder um die erste Antenne mit dem Melter und dann. Ich bleib da, bis die Antenne fertig ist. Wir gehen zusammen. Weißt du, das ist sehr vernünftig. Wir können es mit den Antennen. Das letzte Mal auch gemacht. Wir können es mit den Antennen Zeit lassen. Naja, nicht so viel Zeit, aber ein bisschen Zeit. Wir müssen die Fallen. Vor allem, dass die A-Antenne ganz schnell geht. Das ist halt das Ding. So. Ja, deswegen. Was ich meine ist. Wir den Antennen. Die Antennen halten ein bisschen was. Deswegen kümmere dich zuerst darum, dass die Feinde weg sind, damit du Rücken frei hast. Denn ich kann dir nicht so viel Rückendeckung geben. So. Das Schlimmste sind die Säureviecher, die einen die ganze Rüstung wegsemmeln und einen dann auseinanderreißen. Ja. Und du gibst mir eine Rüstung zurück, du Mistvieh. Oh Gott, ich hasse diese Viecher so sehr. Okay. Ich hab den Melter. Aber jetzt wechsel es mal endlich auf die Pistole, weil es verpeilt ist immer. Okay. Wo sind die Bastarde? Die tauchen gleich auf. Die kommen erst von der einen Seite und dann kommen hinter dir. Genau. Aber es kann. Aua! Wie? Von wo? Ich dachte, du wärst hinter mir. War ich. Warum? Hinter den. Buche! Okay, hat Chiron erwischt. Die Enemy. Ach Gott, wo kommt ihr schon wieder her? Ich dachte, wir hatten euch schon alle. Ja, nee, die kommen permanent. Deswegen, wir müssen uns um die Antenne kümmern. Antenne B. Und wechseln. Ah, Schabernack. Meine Rolle ist halt auch so langsam. Ja. Das Wort, was ich in diesem Spiel am meisten sage. Langsam. Okay, wir müssen von der anderen Seite. Ja, Sekunde, ich muss mich kurz hier um Krieger kümmern. Antenne B ist noch nicht sicher. Ich weiß! Ah ja, genau, ich bin. Ich hab gesagt, es muss von der anderen Seite und dann warst du weg. Ja, ich habe mich um die andere Seite gekümmert, dass da von da aus nichts kam. Ich meinte die andere Seite der Antenne. Genau, meine ich. Okay, B ist jetzt so. Moni. Eins, zwei, drei, stampfen! Boah, ich bin noch kein gut zustand. Komm schon! Oh nein, die Schützen! Nein, meine Exekution! Hm.
Nein, nein. Oh, fuck. Nein. Nein. Also. Lass mich in Ruhe. Nein, 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 es geht, es geht, es geht, es geht, es geht. Was macht ihr denn noch hinten? Ja, ich wurde festgehalten. Ich konnte nicht weg. Ich konnte halt nicht. Nein, nicht jetzt Max Payne machen. Nicht jetzt Max Payne machen. Ah, Mistvieh. Meine Rüstung ist zurück. Yes. Aber ist nicht für lange. Das ist Stampack oder das ist Munition? Es ist Stampack. Yes. Oh nö, die Viecher sind da. Ich habe es doch gesagt. Deswegen habe ich es da geschrien. Okay, ich werde jetzt sterben, fürchte ich, weil ich mich nicht verteidigen kann von denen. Gib mir Exekution! Die Antenne leidet gerade sehr. Ich weiß, ich kann schieß drauf. Ich kann nicht. Okay, ich liege. Aber die Antenne ist, glaubst du, so? Ja, aber ich hab das Problem, dass die ganze Horde hinter mir ist. Nein, nein, nein! Lass mich ausweichen! Lass mich ausweichen, Spiel! Nein! Chiron hat's nicht. Okay, kann ich dich wiederbeleben. Jetzt müssen wir den Abschaum loswerden, aber ich brauche meine Rüstung wieder. Ich muss Dark Sword Roll machen. Ja, ich versuch dir zu helfen, wenn ich jetzt einen Schaden kriege, werde ich sterben. Komm schon, lauf, lauf, lauf hinter ihm her und mach Kuh, verdammt nochmal! Yes, hab Hilfe gekriegt! Meine Rüstung ist zurück. Meine auch. Meine Rüstung ist weg. Meine Rüstung ist weg! Nein, nicht hier, die Sackgasse. Oh fuck, nein! Nein! Mami! Ich lebe noch! Oh nein! Ich bin tot, Gleis, und dann sind wir tot. Nein, ich bin. Okay, ich bin vor dir gestorben. Yay! Yeah, es ist nicht meine Schuld! Sobald diese Buff-Viecher auskommen, werden wir so zu Tode gebullied, weil die dann einfach ankommen und uns mobben. Die stopfen uns einfach ins Schließfach. Und das Problem ist nur, du kannst auf sie schießen. Ja, und das kann ich nicht, weil ich keine Waffe habe, die effektiv dagegen ist. Ja, das ist problematisch. Wie lange wir schon an dieser Mission dran sind? Ja, ein bisschen. Okay, wie wär's, wenn wir in die andere Richtung gehen diesmal? Wir gehen hier lang. Und ah ja, das ist sehr clever, Luf. Das ist super cool. Gute Idee. Aha. Sind das Medpack, was da steht? Das ist sehr gut. Einfach mal nicht durch die ganze Horde durchgehen. Außer man will ein Munitionslager. So, ich nehme auch mal ein Stimpack mit, weil ich gleich sowieso wieder ein paar Schellen von den Minendingern bekomme. So. Einfach mal nicht gegen den Strom schwimmen, nicht wahr? Ich finde meine Melter deswegen jetzt aber nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wo meine Melter ist. Komplett desorientiert. Meine Rüstung! Hier ist es Stim. Da! Jetzt hab ich Stim gerade voll. Okay, das ist gut. Kommst du wieder hoch? Einen Moment. Was machst du da unten? Wir sind extra in die andere Richtung gegangen. Weißt du, das ist sehr fair, aber die haben auf uns geschossen. Spiel, kannst du bitte jetzt kurz mal einfacher werden? Bitte, 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 bitte. Okay, Vorsicht. Habt eine Pistole oder sowas ausgerüstet und jetzt kommen durch die Sporen. Okay, der nächste wird angegriffen. Die kommen jetzt zuerst mal von hinter dir. Von hinter mir. Ah, da! Nein. Das ist so gut, das ist Wald. Ach, da. Jetzt aua! Hinter mir. Natürlich haben sie mich trotzdem erwischt. Wir müssen in beide Richtungen schießen dabei. Nein, das war voll. Ah, fuck. Ach, shit, da! Nein! Diese fucking Sporen! Ja, nee. Lass mich doch. Weißt du, das ist nicht meine Schuld. Es ist das Spiel. Es ist die Schuld meines Computers. Es ist nicht meine Schuld. Weil Antenne C und B werden gerade beide angegriffen.
Ich weiß. Das ist normal. Ja, ich weiß, das ist... Nein, das ist nicht normal. Die Tyrannen sind nicht normal. Abschaum. Runter da. Das Ding ist, die Kleinfieser werden uns eh wieder umbringen. Stirb, stirb. Munitionskiste mitnehmen. Ja, die Fliegedinger werden es halt wieder erwischen. Ja. Das sollen wir mehr Granaten benutzen? Vielleicht schon. Ach, halt die Klappe! Baby, es damaged the antenna! Ich sehe, du bist gerade wieder unterwegs, viel allein zu rennen. Granate. No, you don't! Nein, ich versuche nur auszuweichen! Und da tanzt der fucking Tyrannid vor mir! Da tanzt der einfach! Du wirst einfach gedefault danced. Ja! Oh Gott. Aber ich glaube, das war's für mich jetzt. Nicht aus Wut oder so, Schmeling, aber es ist spät. Ja, und es kann meine Augen nicht mehr fühlen. Ja, gleich. Schmeling, die Antenne ist mit dem Melter am effektivsten. Die Minen kommen so oder so, wenn wir da ankommen. Das spielt keine Rolle. Okay, wie wär's, wenn wir versuchen, die bis zum Schluss übrig zu lassen? Wir müssen einfach die Horden effektiv loswerden. Ja. Denn die Horden bewegen sich immer auf die gleiche Art und Weise. Das Problem ist... Nein, wir gehen in die andere Rüstung. Wir gehen in die fucking andere Rüstung. Gehen wir auch, aber ich muss kurz Munition mitnehmen. Ein Stimpack. Zwei Stimpack. Ein Stimpack. Zwei Stimpack. Oh, das waren zwei. Okay, cool. Hier ist noch ein drittes. Dafür. Okay, Wir genau. nehmen keine zwei. Okay, jetzt bleibe ich. Schön brav auch hier unten. Wir bleiben dann in den Munitionskisten. Ich schieße mit der Plasma-Pistole auf. Chiron macht das schon. Ich bleibe hier und... Da können wir hier um die Ecke schießen. Mehr Granaten benutzen. Meine Granate ist an dir abgeprallt. Ist an Chiron abgeprallt. Danke, Chiron. Sehr cool. Bleib hier oben. Luf, ich gehe nicht in den gloriosen Nahkampf über. Ich drehe mich in diese Richtung. Okay, und hoffe, die fucking Bastarde zu sehen. Ja, und ich schieße in die andere Richtung. Wo? Da! Da bist du! Bitte. Wo? War es das? Andere Seite? Ich glaube, es kommt noch eine Welle. Ich drehe mich um! Da. Du guckst in die eine Richtung, ich in die andere! Ja, das Problem, hättest du dich umgedreht, hättest du die erwischt. Die kam nicht von der Antenne. Die dritte Welle kommt von der Antenne, das wissen wir damit. Hey, Luf, wir gehen wieder in die andere Richtung. Wir gehen wieder nicht gegen den Strom. Okay. Munition mitnehmen. Immer Munition mitnehmen. Du musst schon auf mich warten. Ja, ich warte auf dich. Oh nein. Mistviech. So. Weißt du was? Für den Imperator muss ich jetzt machen. Jetzt stößt mich auf die komischen Fernkämpfer hier. Weil wir müssen sowieso an denen vorbei. Okay, ich liege direkt, weil ich gerade einen Stim nehmen wollte, aber das Spiel hat gesagt, nö. Nimm mal nicht. Danke, Chiron. Chiron ist der beste Spieler von uns. Chiron hat auch mehr Leben als wir. Was? Keine Ahnung, aber der stirbt nicht so schnell. Oder der pariert einfach wie so ein Gott. Wahrscheinlich ist das. Es lag nicht. Doch, es lag vorhin, das stimmt. Erstmal den Stim hier aufheben. Woran sterbe ich? Oh, daran. Oh, das war's. Nein. Ich würde sagen, wir legen an den Punkt der Aufnahmepause ein. Das, was ich positiv finde, ich bin nicht genervt von diesem Spiel. Das ist gut. Okay, es deprimiert und es kriegt Kopfschmerzen.
Weil ich aber ich bin nicht genervt. Okay, zurück zur Schlacht, Barker. Achso. Möchtest du die Kampagne wirklich verlassen, dadurch beginnst du beim nächsten Mal im letzten Checkpoint. Was genau diese Stelle ist. Das heißt, nächstes Mal, wenn wir uns da reinstürzen, wird das Spiel sagen, hey, cool. Viel Spaß dabei. Direkt zum Einstieg, wir gehen einfach in Flammen auf. Wie geht's meinem Computer? Explodiert. Alles noch gut. Ich sollte mal aber bald wieder entstauben. Ziemlich sicher. Ja. Die Enemies attacken die Antenne. Diese verdammte stinkende Antenne. Ich schalte es nächstes Mal auf Deutsch um. Damit's auf einfach nur um Abwechslung zu haben. Und dann auf Französisch. Dann werde ich wenigstens diesen Satz lernen. Am Ende dieses Spieles werde ich diesen Satz in Französisch, Englisch, Japanisch und Russisch können. Weil ich durchschalten werde. Nun gut, okay, du bist gar nicht da drin. Ich bin im Ladebildschirm. Ach so, okay, ich habe noch Gardeon und Chiron drin. Ja klar, weil ich im Ladebildschirm bin. Mission abgebrochen. Yes. So, kurz mal schauen. Ja, das ist mir egal. Das ist mir egal. So. Oh, okay, ich bin rausgeworfen. Okay, das ist auch lustig. Okay. Ja, in dem Fall, liebe Gemeinde, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir diese verdammten Antennen irgendwie am Leben gehalten bekommen. Wir spielen, wie gesagt, auf Engel des Todes, auf höchster Schwierigkeit. Das Spiel hat kein Schild, die Gegner halten unnötig viel aus. Plus ein Spieler hat ein großes Handicap. Ein Spieler hat ein Handicap und wir haben einen Bot. Nee. Wir können nicht sagen, dass der Bot ein Nachteil ist. Luff, Chiron hat ein paar sehr, sehr dämliche Dinge durchgezogen. Das ist wahr, aber bisher ist Chiron noch nicht ein einziges Mal gestorben. Das ist wahr, aber ich glaube, er kann auch nicht effektiv sterben. Aber er kann uns effektiv wiederbeleben. Das ist wahr, deswegen beschuldigen wir Chiron. Eine Sache, die ich nicht kann. Chiron ist cool. Wir regen uns nicht über Chiron auf. Nee. Wir brauchen Chiron, Chiron ist kein Nachteil. Wieder. Chiron ist kein Nachteil. Liebe Gemeinde, bis zur nächsten Runde. Cheerio. Tschüss.